Also, der quasi letzte Teil, so ein bisschen Advanced-Kram, kann hier und da vielleicht schon so ein bisschen auf möglicherweise spätere Labore oder vielleicht dann das Datenbank-Frontend, wenn man sich da austoben möchte, drauf vorbereiten, haben wir schon mal ein bisschen von gehört. Und man sieht noch so ein bisschen, in welche Richtung das dann noch so eskalieren kann. Und ganz am Ende noch so ein, zwei kleine Tipps zu dieser Barrierearmut und Usability. Also fangen wir an mit den richtigen Programmiersprachen, weil, wie gesagt, HTML, CSS hat mit Programmieren nichts zu tun. Wird man auch in jedem Forum sofort für gehatet und auch irgendwie ein bisschen zurecht. Und ja, also JavaScript und PHP sind so die gängigsten. Und es sind Skriptsprachen oder auch leicht oder schwach typisiert, glaube ich, sagt man. Genau, schwach typisierte Programmiersprachen. Also das mit den Datentypen nehmen die da nicht so eng. Man muss keinen Datentyp angehen und der Datentyp einer Variable kann sich zum Beispiel auch in der nächsten Zeile direkt ändern. So, das, wie gesagt, geringe Hürde. Man kann relativ schnell einsteigen für JavaScript. Braucht man auch quasi nicht noch irgendwas installieren, das läuft einfach im Browser drin. Also man kann dann auch im HTML einfach sagen, hier kommt ein Script-Tag und dann schreibt man da sein Script, sein JavaScript rein und dann passiert was oder eben auch nicht. Die Fehler kriegt man dann auch immer in der Konsole angezeigt, in diesem Debugger oder in diesen DevTools, die ich da gezeigt habe. Und JavaScript ist quasi das, was im Client läuft, also bei mir im Browser läuft das und PHP installiert man auf dem Server. Der PHP-Code wird dann auch auf dem Server ausgeführt. Den PHP-Code kann man so gesehen auch von außen nicht sehen. Den JavaScript-Code hingegen, der ausgeführt wird im Browser, im Client, den kann man ganz normal sehen. Also wenn jemand ein geheimes, super cooles Programm geschrieben hat in JavaScript, dann könnte ich das halt einfach klauen, so salopp gesagt. Und ja, gucken wir uns das Ganze kurz mal an, oder was so die grundlegenden Sachen sind. Ich gehe da nicht weiter im Detail drauf ein. Also JavaScript, da ist quasi alles ein Objekt, so. Und jedes Objekt hat dann quasi auch gewisse Eigenschaften und auch Funktionen mit drin. Also ein String, den man, eine Variable, die man erstellt, die einen String als Wert hat, wird dann automatisch ein String-Objekt und dieses String-Objekt hat eben Eigenschaften, die man abfragen kann und man hat dann auch Funktionen, die man darauf aufrufen kann. Und was noch ganz wichtig ist, das habe ich jetzt hier so ein bisschen vergessen, ist, dass man mit JavaScript kann man den DOM manipulieren. Also ich hatte ja schon mal so einen auf diesen, ja, HTML-Baum hingewiesen, hier diese ganze Geschichte, und das lässt sich mit JavaScript auch manipulieren. Also ich kann einfach den Inhalt ändern oder ich kann im Menü neue Punkte hinzufügen und so weiter. Also DOM steht für Document Object Model. Also es wird quasi dieses Dokument, dieses HTML-Dokument, das wird irgendwie in eine konsumierbare Einheit geschrieben, sage ich mal, in ein großes Objekt. Da ist das ganze Dokument drin und das kann man dann eben manipulieren per JavaScript, so ganz salopp gesagt. Und das Häufige, was man dazu eigentlich benutzt zum Debuggen, ist dann Console Log. Dann wird nämlich einfach mal was in die Konsole geschrieben und man kann sich dann eben angucken, okay, was für Eigenschaften hat dieses Ding oder was für einen Wert hat meine Variable jetzt gerade, so die ganz einfache Form zum Debuggen. Ja, bei PHP sieht das dann ungefähr so aus. Also man sagt quasi immer Dollar und dann Variablename gleich irgendein Wert und dann hat man halt eine Variable vom Typ Integer erzeugt. Man kann dann aber auch sagen, okay, in der nächsten Zeile ist es dann mit einmal ein String und in der Zeile darauf ist es dann mit einmal ein Array und dieses Array enthält den Wert 42 und den String Moin. Und zugreifen kann man darauf dann auch ganz normal mit Dollar var, eckige Klammer 0 und 1, das kennt ihr ja quasi auch schon alles. So, zum Debuggen, wenn man später PHP richtig debuggt, dann gibt es da auch extra Tools irgendwie noch für. Die einfachste Form ist das sogenannte var-Dump. Das kann man immer mal ganz gut nutzen. Da kriegt man dann nämlich angezeigt, was für ein Datentyp das ist oder wie ist mein Array jetzt gerade aufgebaut. Das kann man zwischendurch einfach mal immer zwischenhauen. Damit kann man dann ganz gut debuggen. Und
ich empfehle dann, das ist quasi so Gruß von meinem Chef so ungefähr, dann kann man da so einen Pre-Eimer vorsetzen und ein Pre dahinter. Also das ist dann quasi auch ein HTML-Tag. Echo sagt immer, schreib was auf den Bildschirm. Und so wird dann quasi der Inhalt von dem VAR-Dump in ein Pre gepackt und das Pre sorgt einfach nur dafür, dass die ganzen Leerzeichen, also so ein VAR-Dump, der würde einem dann, wenn es ein Array ist, vielleicht auch ein bisschen verschachteltes Array, das würde einem dann auch in so einem Baum anzeigen. Und da sind eben so Leerzeichen drin. Und wenn man dieses Pre nicht mit drin hat, dann ist das irgendwie schwer zu lesen. Deswegen wäre das so ein Block, den man sich einfach merken kann, VAR-Dump machen, um die Sachen auszugeben und dann halt vorne und hinten ein Pre-HTML drum machen, damit man eben das ein bisschen besser lesen kann. So, dann kann man, ist auch so eine PHP-Besonderheit, wenn man ein String ausgibt mit doppelten Anführungszeichen, dann kann man da einen String reinpacken und kann einfach eine Variable reinschreiben und er schreibt dann den Wert da entsprechend raus. Also hier ist es sogar noch ein bisschen falsch. Also hier würde jetzt rauskommen, die Antwort auf alle Fragen ist Moin Moin, Alter. Das, wenn man die Zeile dann auskommentiert, oder nee, eigentlich würde er sogar hier ein Array ausgeben. Also wenn man das wirklich hintereinander schreiben würde, dann würde hier stehen, die Antwort auf alle Fragen ist Array. Gut, lässt sich drüber diskutieren. Wenn wir die auskommentieren, dann ist da entsprechend die 42 drin. Ist halt eine Besonderheit von PHP, doppelte Anführungszeichen, dann kann man auch Variablen in dem String direkt mit ausgeben. Wenn man einfache Anführungszeichen macht, dann geht das nicht, dann muss man den String verketten. Das kennt ihr auch schon so ein bisschen aus Java. Und hier macht man halt bei PHP benutzt man den Punkt als Verkettungsoperator. In Java ist es ja das Plus, meine ich, gewesen. Und ja, dann würde man das halt zusammenbauen, wenn es einfache Anführungszeichen sind. Nur mal kurz von gehört. Und viel mehr will ich dazu auch gar nicht irgendwie sagen. Es gibt, also wer sich mit PHP weiter auseinandersetzen will, da gibt es eine echt schöne Seite. Peter Kropf heißt der gute Mann. Der hat auch HTML und CSS bei sich mit drin. Und also die Seite kann ich sehr empfehlen. Der fängt bei PHP quasi auch bei Null an. Und der hat eine relativ, ja, saloppe oder einfache oder nette, charmante Schreibweise. Also der schreibt halt nicht, also der schreibt in Normaldeutsch, sage ich mal, und betont das auch vorher nochmal, dass er jetzt nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Begriffen oder tieftechnischen Sachen irgendwie rumschreibt. Der hat zum Beispiel hier OOP als Einstieg, da hat er dann nämlich auch gesagt, so ja, hier so, das versteht keine Sau, das Ablegen einer Referenz auf ein anderes Objekt in einer Instanzvariable eines Objekts nennt man Aggregation, das checkt keine Sau. Also er schreibt das ganz nett, deswegen hier kleiner Shoutout an diesen Peter Kropf, kann ich sehr empfehlen, die Seite, da kann man auch ganz gut Sachen nachlesen. Ja, so, dann gibt es noch so ein paar Tipps mit zu Formularen und Umgang mit Datenbanken. Das könnte ein einfaches Eingabefeld sein. Das könnte, hier würde dann quasi noch mit hinterstehen, Type Text oder Type Password. Wenn man Type Password sagt, dann macht er direkt diese Sternchenansicht. Wenn man sagt Type E-Mail, dann würde der Browser, wenn es ein HTML5-Dokument ist, würde der Browser automatisch validieren, dass da auch eine gültige, also formal eine gültige E-Mail-Adresse drin ist. Also irgendein String, add irgendwas, unstring, Punkt und dann noch irgendwie so ein bisschen String. Das validiert er dann automatisch. Und davon abgesehen, jedem Input solltet ihr nach Möglichkeit eine ID mitgeben und auch einen Namen. Und die werden nämlich wie folgt noch genutzt. Ich hatte ja gesagt, jedes Input sollte auch ein Label mithaben. Und im Label sagt man dann quasi vor dieses Input gilt das. Also für diese ID gilt dieses Inputfeld, gilt dieses Label. Für das Inputfeld mit dieser ID gilt dieses Label. Und das hat dann eben auch den Charme, wenn man theoretisch hier raufklicken würde auf die Beschreibung des Feldes, dann landet der Cursor auch direkt in dem passenden Feld und man kann da drin rumtippern. Das ist quasi so eine kleine Usability-Geschichte, aber der HTML-Validator würde es wahrscheinlich auch anmarkern, dass er sagt, hey, dein Label hat kein For, also sag ihm doch mal bitte, wofür dieses Label dann ist. Und wenn ihr dieses Formular dann abschicken würdet und mit PHP verarbeitet, also man macht das quasi so, man hat seine Formularseite und dann sagt man in dem Formular, ich schicke das gegen die Datei
Formular auswerten.php. Und in diesem Formular auswerten, dann kommen da quasi die Daten an, die man ins Formular eingegeben hat, und dann kann man die verarbeiten und damit irgendeinen Spaß anstellen, das in eine Datenbank schreiben oder ausgeben oder was auch immer. Und ja, jedes Formular, was man abschickt, kann man dann über diese Syntax quasi drauf zugreifen. Das ist jetzt so PHP, Syntax, das ist so ein Sonderfall. Also $_post heißt quasi, wenn ich das Formular per Post abschicke, das heißt, ich schicke das Formular so ab, dass die Daten quasi nicht direkt öffentlich sichtbar sind. Das Pendant dazu wäre, dass man es per GET abschickt. Und bei der GET-Methode würden die Daten dann oben in der URL-Zeile mit drin stehen. Also Google ist da zum Beispiel so der Klassiker. Wenn ich jetzt hier, warum auch immer ich Nike-Schuhe immer nehme, wenn ich das hier zum Beispiel nehme, dann ist das hier zum Beispiel ein Parameter, der per GET übergeben wurde. Also der Parameter heißt Q und hat dann den Wert Nike-Schuhe, wenn ich richtig schreiben könnte. Und das wäre eben GET. Das macht öfters mal Sinn. Hier zum Beispiel kann man dann per URL seine Daten sich angucken, kann die noch manipulieren oder hat einen anderen technischen Background. Und ein Passwort zum Beispiel, das würde ich jetzt nicht per GET in der URL übertragen. Dann sieht man nämlich auch in der Browser-Historie, ach, sein Passwort ist so und so. Deswegen solche Sachen werden dann zum Beispiel per Post übertragen. Also die meisten Formulare laufen per Post. Und ja, man kann dann, man, es gibt quasi dann so ein, ich nenne es mal magisches Postobjekt von PHP, wenn man so ein Ding abgeschickt hat per Post, dann hat man in diesem Post-Array, hat man alle Formulardaten drin, die per Post dahin geschickt wurden. Und da kann man dann eben, weil es einfach ein Array ist, kann man dann eben sagen, okay, ich möchte auf den Part My Form Field zugreifen, und das ist dann quasi immer der Name. Also wir hatten bisher ja in OOP eher Arrays, die immer nur mit 0, 1, 2, 3 ablaufen, also die dann indexbasiert quasi sind. Und hier in PHP nennt man das dann quasi assoziative Arrays oder in diesen komischen Sprachen, dass man eben über einen Namen darauf dann zugreifen kann. Und dafür ist dann eben der Name gedacht. So funktioniert das dann. Und noch so ein kleiner Tipp, wie man zum Beispiel aus einem Formular, was man per Post abschickt, ganz einfach eine CSV-Datei machen kann, also kommaseparierte Values sind das ja bei einer CSV-Datei. Da hat man dann irgendwie oben in der ersten Zeile steht dann irgendwie Name, Komma, also oder Vorname, Komma, Nachname, Komma, Alter, Komma und so weiter und so fort. Und in der nächsten Zeile steht dann Julian, Komma, Wittorf, Komma, 29. Und dann ja, ist das eben eine CSV-Datei. Und bei einem Formular wird auch meistens immer der Submit-Button mitgeschickt. Deswegen würde man dann sagen, okay, ich möchte einmal den Submit-Button rausnehmen aus diesem Array, aus diesem Post-Array. Und mit der Implode-Methode kann man quasi sagen, okay, teile das Array aus, mach einen String daraus. Und der macht dann quasi für jeden Wert, den Trend hat dann per Komma. Also das ist so ein kleiner Quick-Win, wie man schnell mal eine CSV-Datei erstellen kann. Wenn Formulare abgeschickt werden, sollte man die Felder auch immer noch kurz validieren, ob da wirklich denn was drin ist. Das ist quasi auch so ein, ja, Block, den man sich einfach so merken sollte. Ist diese Variable überhaupt gesetzt? Und prüfe, dass diese Variable nicht leer ist, und dann kann ich erst oder will ich damit erst was machen. Sonst kriegt man, wenn es eine Variable ist, den Fehler, Variable gibt es gar nicht oder ist leer oder sonst was. Und wenn es hier bei einem Post ist, dann würde es halt auch einen Fehler geben, dass man sagt, okay, du versuchst auf einen Array-Index zuzugreifen, den es gar nicht gibt. So wie wenn man sagt, ich habe ein Array, das 5 groß ist, und ich sage, mein Array, eckige Klammer 8, dann würde er halt auch liefern, Alter, den Index gibt es nicht. Also so ist quasi Fehlervermeidung. Und noch ein kleiner Hinweis für die Sicherheit, wenn ihr mit Datenbanken umgeht und mit, ja, doch mit Datenbanken dann eben umgeht, guckt euch an, was Prepared Statements sind. Damit verhindert man dann nämlich SQL Injections. Das heißt, ich könnte, wenn ein Formular nicht ordentlich abgesichert ist, könnte ich die Datenbank über ein Inputfeld manipulieren. Also ich könnte dann SQL-Code in ein Inputfeld eingeben und kann damit dann
Daten auslesen, die ich eigentlich nicht lesen soll, oder ich könnte theoretisch auch die ganze Tabelle löschen, leeren, ich könnte die ganze Datenbank leeren, ich könnte mir einen Admin-User erstellen oder. Also, wenn ihr mit Datenbanken arbeitet, prepared Statements, so kurz irgendwo im Hinterkopf behalten. Ja, so, dann nächster Schritt, das geht jetzt eher so ein bisschen Richtung Frontend, weil ich persönlich da auch eher angesessen bin als im Backend. Und zwar gibt es ja viele Sachen schon vorgefertigt, Frameworks, Bibliotheken für alles Mögliche, die einem das Leben einfacher machen sollen. Da sind dann zum Beispiel Bootstrap oder Material Design eine gute Basis. Und wenn man diese eben richtig anwendet, und vollständig anwendet, da muss man eigentlich gar kein CSS schreiben, sondern man benutzt einfach die Klassen und die Funktionalitäten, die einem dieses Framework zur Verfügung stellt, weil da kann man sich drauf verlassen. Das haben Leute entwickelt, die A, mehr Erfahrung damit haben als man selbst meistens. Es benutzen eine Vielzahl an Leute diese Frameworks. Also wenn da mal ein Bug ist oder so, dann wird das wahrscheinlich auch relativ schnell behoben. Die Sachen sind quasi durchgetestet. Und diese Frameworks sorgen eben auch dafür, dass das Ganze einheitlich aussieht und dass das auch mit allen Browsern so kompatibel sind. Und wenn wir uns davon mal was angucken, also hier gibt es dann zum Beispiel Get Bootstrap. Ist ein ganz bekanntes CSS-Framework. Haben ja, ein paar Twitter-Mitarbeiter damals irgendwie, meine ich, entwickelt. Oh, Bootstrap. Ach, da fehlt ein T. Kein Wunder, dass der so lange braucht. Genau, so, das ist das nämlich. Und ja, da hat man entsprechend die Dokumentation, kann sich das über verschiedene Arten installieren. Man sieht schon, hier ist irgendwas mit npm install, also das sind irgendwelche Konsolenprogramme, irgendwelche Paketmanager, die einem das Leben einfacher machen sollen. Man kann sich es aber auch relativ einfach machen und einfach sagen, so, ich will jetzt nur die CSS-Dateien haben und dann bindet man einfach diese Zeile in sein eigenes Projekt ein. Das war das, was ich gezeigt hatte bei der Reihenfolge. Erst das Framework, dann meine CSS-Datei und dann kann ich das alles überschreiben. Die bieten alles Mögliche an Icons noch irgendwie mit und ist eigentlich auch alles sehr gut dokumentiert, wie ich das Ding überhaupt installiere, wo ich damit anfange, wie ich das Ding für meinen Anwendungsfall anpasse. Und dann geht es hier eben auch los, okay, man hat Layout-Sachen, man hat die verschiedenen Klassen, um jetzt ja mit so einem Grid zu arbeiten, mit verschiedenen Spalten. Also das ist auch alles schon für Mobile optimiert und hier sind dann quasi immer so Beispiele mit entsprechendem Code und die haben dann auch für Formulare zum Beispiel alles Mögliche an Klassen oder es ist halt alles schon ein bisschen vorgestylt, auch hier mit so ein bisschen Usability. Part noch mit drin, kann verschiedene Größen mit definieren. Und das ist halt also wirklich eine ganz nette Sache, geht dann halt auch noch weiter mit irgendwelchen Komponenten, dass man hier irgendwelche Hinweisfelder hat oder man hat hier irgendwelche Pop-ups zum Beispiel, die man so benutzen kann. Oh, den vielleicht nicht. So, dann machen wir das hier mal. So, also das kriegt man auch mit relativ wenig Code dann hin. Also da muss man sich dann halt mit der Erfahrung also mit der Erfahrung checkt man die Sachen dann immer mehr und anfangs muss man ein bisschen mehr nachlesen und ja, die Sachen dann eben einfach nutzen. Und die haben dann genau auch ganz viele so Utility-Klassen oft dann zum Beispiel, also für diese Flexbox-Geschichte, was ich ja zum Beispiel erwähnt hatte, dass die einfach sagen, hier, du kannst sehr schnell Flexbox anwenden mit unserem Framework. Da musst du dann halt nur diese Klassen irgendwie benutzen. Und hier ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, da sagt man dann einfach nur, okay, dieses Div. Der Container hier quasi, das soll ein Flexbox-Ding sein. Hier sind drei Items drin mit 1, 2 und 3 und dann hat er zum Beispiel hier noch die Flex Row Reverse mitgegeben und dadurch schiebt er sich dann eben an die ans Ende und ändert die Reihenfolge. Also, wie gesagt, man muss eigentlich nur HTML schreiben, die richtigen Klassen benutzen, die richtigen Klassen gut kombinieren und dann muss man eigentlich nicht eine Zeile CSS schreiben. Was dann wahrscheinlich schon interessanter ist, weil wenn jeder dieses Framework benutzt, dann sieht jede Website gleich aus und das ist ja auch irgendwie langweilig und meine Firma hat vielleicht rote Hauptfarben und die andere Firma hat irgendwie blaue Farben und oder hat ein anderes Rot und das muss man dann ja, oder will man dann eigentlich ja auch daraufhin branden oder themen, wenn man so möchte. Da gibt es dann quasi das nächste, was ich
euch schon mal so ein bisschen zeigen möchte. Das ist SCSS oder SAS. Auf der offiziellen Seite steht CSS with Superpowers. Das passt auch eigentlich ganz gut. Da gibt es jetzt quasi so ein bisschen Programmierinput dazu. Da gibt es dann nämlich Variablen in CSS. Man hat Funktionen damit drin. Also da kann man auch echt so einiges mit anstellen. Da habe ich auch bisher nur an der Oberfläche gekratzt, habe es auch eher angewandt, anstatt damit jetzt irgendwie Funktionen mitzuschreiben. Und was eben ganz cool ist, ist, dass man seine eigene Version eines Frameworks damit kompilieren kann. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe mein Bootstrap eingebunden, diese eine CSS-Datei, und Bootstrap hat halt so Standard-Stile oder Kontext-Stile quasi. Ich zeig das mal hier, da gibt es dann, oder ne, die haben hier ihre Standardfarben, machen wir das mal hier oben bei Customize. Passt ja auch ganz gut. Ne, da, Colors. So. Das sind quasi so die Theme-Farben. Man hat seine Primärfarbe, eine Sekundärfarbe und dann eben für die Erfolgsmeldungen, Fehler und so weiter Farben vorgegeben, und diese Stile ziehen sich auch quasi durch alle Komponenten durch. Also wenn ich jetzt ein Alert habe, dann gibt es immer, du kannst das Alert im Primary haben, du kannst ein Success Alert haben, Danger, das ist alles sofort da. Bei Buttons ist das auch so, also das ist bei Buttons auch der Wahnsinn, was man da irgendwie so an Optionen noch irgendwie hat. Man kann sie dann alle gleichfarbig machen, dann gibt es das nochmal mit Outlines, dann gibt es das noch mit verschiedenen Größen, also wirklich alles mögliche an Optionen. Und wenn ich jetzt eben sagen würde, ich will diese ganzen Dinger überschreiben, also ich möchte überall, ich möchte, dass mein Alert Primary soll jetzt mein Firmenrot haben und der Primary Button soll auch mein Firmen Rot haben und so weiter und so fort, dann müsste ich ja eigentlich das ganze Bootstrap, die ganze CSS-Datei nehmen und alle die ganze Datei nach dieser einen Farbe durchsuchen und dann mit meiner eigenen ersetzen. Oder ich binde danach meine CSS-Datei ein und überschreibe das alles. Also ich mache mir das Leben eigentlich unnötig schwer. Ich überschreibe Sachen doppelt und dreifach und muss die Leute quasi dazu zwingen, immer noch zusätzliche Daten zu laden, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und hier kommt jetzt dann quasi dieses SCSS ins Spiel. Ich habe da auch quasi schon mal eines unserer Semesterprojekte oder mein letztes Semesterprojekt von Projektarbeit 2 aufgemacht, was wir zusammen entwickelt haben. Und das gucken wir uns mal kurz nebeneinander an. Ich mache dazu mal hier den Browser Engine oder die IDE auf. Das ist jetzt PHP Storm. Und was wir hier jetzt eben haben, ist, wir haben einmal zwei Parts. Also man muss dann halt das ein oder andere Konsolenprogramm, also man wird dann mehr mit der Konsole arbeiten, wenn man mit diesen erweiterten Sachen arbeitet. Und hier läuft jetzt quasi einfach nur so ein Task mit. Also ihr seht, der läuft auch schon eine kleine Weile und der wartet jetzt einfach nur auf Änderungen. Also sobald sich hier irgendwas tut, hat er das erkannt und kompiliert jetzt meine Version des Bootstraps zusammen. Und was wir jetzt hier eben gemacht haben, ist, wir haben in unserer Main CSS oder SCSS haben wir ganz oben unsere eigenen Variablen importiert oder eine Datei, um die Variablen von Bootstrap zu überschreiben. Und dann wird quasi Bootstrap mit seinen Funktionen, mit seinen Variablen und dann das eigentliche Bootstrap importiert. Und danach kommen dann ja ein paar Anpassungen, die wir dann doch gemacht haben oder für eigene Komponenten, die wir geschrieben haben. Und durch diesen Aufbau kann man mit sehr, sehr wenig Aufwand, wie gesagt, seine eigene Bootstrap-Variante kompilieren. Also wir überschreiben ja die Bootstrap-Variablen. Das ist dann hier auch entsprechend so angegeben. Hier die Primary-Variable. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mal hier rausnehme und auch das Secondary, wobei das Secondary sieht man hier ja gar nicht, oder? Nee. So, wenn ich das zum Beispiel rausnehme, das Primary, und jetzt einmal speichere, dann läuft hier der Task durch. Okay, jetzt habe ich einen Fehler, weil er das Ding nicht importieren kann, ist aber auch okay. Was ich eigentlich zeigen wollte, wenn ich das jetzt hier ersetze durch einen anderen Wert, zum Beispiel rot, dann habe ich jetzt einen kleinen Tick und jetzt hat er das durchkompiliert und jetzt müsste er sich hier eigentlich, vorhin hat er sich noch selbst neu geladen. Okay, dann nicht. Dann kann ich dadurch eben meine eigene Bootstrap-Variante kompilieren. Also jetzt sind quasi alle Alert-Primaries, die sind jetzt rot. Alle Button-Primaries sind rot. Und so hat man eben die Option, ja,
relativ einfach, seine eigene Version zu erstellen, und man muss eben nicht doppelt und dreifach was einbinden und überschreiben. Deswegen ist SCSS eine sehr coole Sache, die man halt aber dann später nutzt, wenn man schon die anderen Sachen quasi kennt. So, dann gibt es noch TypeScript, das erweitert JavaScript quasi um Datentypen, damit das dann auch ein bisschen strenger wird und die Anwendung ein bisschen komplexer, also wenn sie komplexer werden, dann müssen die natürlich auch ein bisschen stabiler laufen. Und da sollte man dann auch darauf achten, dass entsprechend die Datentypen passen. Das nutzen dann so Frameworks wie Angular und React. Und das Ding, was wir vorhin gesehen haben, das wird dann zum Beispiel auch in React gebaut. Also man hat dann TypeScript-Dateien und vermischt da dann quasi so ein bisschen. Ich kann mal hier eins aufmachen. Hier ist es so ein Modal für so ein Pop-up. Da hat man dann zum Beispiel hier unten so ein bisschen das HTML, was nachher ausgegeben wird. Also sieht man schon, das ist wieder diese spitze Klammern-Syntax, und das kombiniert man dann teilweise mit irgendwelcher dynamischen Logik. Man hat dann da noch irgendwelche Funktionen mit bei und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen der Ausblick, in die das gehen kann bei JavaScript. Bei PHP benutzt man dann so Annotations teilweise, oder neue PHP-Versionen unterstützen dann auch ein bisschen strengere Datentypen. Und Annotations sind zum Beispiel einfach nur irgendwelche Kommentare. Ist aber, wie gesagt, nur mal von gehört haben, absolut nicht klausurrelevant. So, wir sind dann quasi auch schon, was das angeht, fast am Ende. Für ja, Barrierearmut und Usability, erstmal Usability allgemein oder auch Nutzungsverhalten allgemein. Wenn wir uns kurz erinnern, wie wir selbst Webseiten konsumieren, wir scannen die ganz, ganz schnell, besonders auf dem Handy auch. Ich gucke, ah, ist da die passende Überschrift, und ich habe innerhalb von 3 Sekunden erkannt, ist die Seite für mein Problem relevant oder nicht. Deswegen die Inhalte nach Möglichkeit auch immer mit so Überschriften, aussagekräftigen Überschriften aufbauen, mit strukturierten Überschriften, das einmal mit auf den Weg. Was auch noch ganz nett ist zu machen, dass man das Tabbing durch die Seite ermöglicht. Also wenn ich zum Beispiel auf der Couch sitzen, liegen würde und meinen Rechner am Fernseher mit drin habe und nur die Tastatur in der Hand habe, dann wäre das halt auch ganz geil, wenn ich die ganze Seite nur mit der Tastatur bedienen kann, dass ich da eben durchtappen kann. Und so arbeiten eben auch die Screenreader, die dann für die Leute sind, die eben die Seite nicht mit der Hand oder nicht so gut mit dem Auge bedienen können. Also dass man da einen sinnigen Flow durch die Seite hat. Meistens macht man es auch so, dass ganz oben ein Element ist, das ist dann versteckt, optisch für alle Leute. Aber wenn man eben durchtappt, dann wird es angezeigt, und dann steht da zum Beispiel zur Navigation springen oder zum Inhalt springen, dass man eben sich nicht durch die ganze Seite, durch den ganzen Header durcharbeiten muss, um jetzt den Text dann mal irgendwie zu lesen. Das sind dann sogenannte Skip-Links, und da setzt man dann quasi nur einen Link, und der springt dann zu einem, ich hatte ja vorhin das A erwähnt, zum Anchor-Tag springt er dann zum Beispiel hin, zum Hauptinhalt zum Beispiel. Ja, dann nach Möglichkeit immer auf möglichst hohe Kontraste achten. Da gibt es dann auch verschiedene Browser-Plugins, die eigene Seite analysieren können, oder auch so Online-Tests, dass die Vordergrund-Hintergrundfarbe passt. Für Bilder auch noch ein Tipp. Das ist quasi auch so ein bisschen die Prämisse: Wenn was für Google gut ist, dann ist es meistens auch für die Menschen gut, beziehungsweise auch andersrum. Also wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, tut man zwei Leuten direkt was Gutes oder zwei Gruppen, und das tut einem dann selbst auch wieder gut. Und zwar gibt es einmal den Alt-Text, den man auf einem Bild oder bei einem Bild hinterlegen sollte, den Alternativtext. Da sollte man quasi immer angeben, was auf diesem Bild zu sehen ist, weil ein Screenreader, ein Google, kann das Bild optisch nicht sehen. Deswegen sollte eben da drin stehen, was zu sehen ist. Und mit einem Titel oder mit einer Beschreibung darunter, die man dann sehen kann, da sollte man dann eben beschreiben, was nicht zu sehen ist. Also inhaltlich etwas, wie die Leute jetzt heißen. Ja, da sind Menschen drauf, aber ich weiß jetzt eben nicht, wer das ist. Ja, dann letzter Tipp. Diesen Link kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich versuche den jetzt auch mal direkt aufzurufen. Das habe ich natürlich nicht vorbereitet hier in meinem Tab. Da hat quasi Shoutout Props an Marcio, mit denen wir das Semesterprojekt gemacht haben. Da haben die Designerinnen uns darauf hingewiesen, das ist ein sehr schöner Artikel. Na, habe ich es nicht mitkopiert? Komm mal.
Okay, jetzt hängt PowerPoint sich gerade ein bisschen auf. Der junge Mann war wieder ein bisschen zu schnell. So, da sind nämlich kleine, aber feine Tipps, die man eigentlich auch auf andere Gestaltungsbereiche anwenden kann, wollte ich nur mal gezeigt haben. Da hat jemand irgendwie so 30 Tweets, glaube ich, geschrieben. Also ein Tweet ist ja auch nicht so lang. Also auch das Wissen quasi kompakt zusammengefasst. Oh, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich Chrome benutze. Und so, jetzt kommt da langsam was, genau. Also kurze, schnelle Usability-Tipps. Auch immer mit kleinem Bildchen dazu, wenn er dann gleich hier kommt. Und das lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, da mal einen kleinen Blick reinzuhören. Oh, jetzt wird die ganze Werbung noch geladen. Ne, den will ich auf jeden Fall noch zeigen. Die Zeit nehmen wir uns dann doch noch. Okay, will er jetzt nicht, sag mal. Okay, da kommt die ganze Werbung jetzt. Alter Schwede. Ah, jetzt lang. Ja, super. Also, wie gesagt, kleine, aber feine Sachen. Rot, wisst ihr ja auch, ist immer Alarm, muss einem nicht direkt ins Gesicht fallen. Reicht ja auch, man will ja auch eigentlich dann updaten und Delete soll ja eher so, nur so ein Nebending sein. Das verhindert dann vielleicht auch, dass man aus Reflex direkt auf das, was einem eben ins Gesicht springt, raufdrückt. Dann hat er hier noch so ein paar Tipps, wie man mit Borders zum Beispiel umgehen könnte. Textausrichtung, die das Ganze ein bisschen netter machen, den Hintergrund vielleicht noch so ein bisschen farblich einfärben. Also es sind, wie gesagt, so ganz viele kleine, nette Sachen, die man aber irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf haben könnte, sollte. Und hier sind sogar ein bisschen, ja, Codebeispiele noch mit drin. Den wollte ich nur einmal abschließend noch mal gezeigt haben. Schön, dass er sich dann jetzt auch endlich geladen hat. Und ja, damit sind wir quasi auch durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die sich das quasi noch nachträglich reingezogen haben. Ist auch immer schön, wenn es dann nicht ganz umsonst war, die Mühen. Und ja, hoffe, das hat gut was gebracht für den ersten Input. Und ja, ich mache dann hier jetzt auch erstmal Ende. Außer ihr habt noch irgendwelche inhaltlichen Fragen, die vielleicht für die anderen noch relevant sein können, wahrscheinlich nicht. Ne? Erstmal alles aufnehmen. Gut, erstmal tschüss sagen.